Hallo und herzlich willkommen zurück zur Let's Play Indiana Jones und das Schicksal von Atlantis. Ja, also ich habe nochmal das ganze Labyrinth abgesucht und bin immer wieder zu dem Schluss gekommen, es muss hier irgendwie weitergehen. Und dann habe ich gegen die Platte gedrückt und dann hat das Spiel irgendwie gesagt, ja, irgendwie gib nicht nach oder so irgendwas. Und dann bin ich nochmal komplett durchs Labyrinth und habe gedacht, es muss hier irgendwie weitergehen. Habe dann auch nochmal alles ziehen, drücken, alles gemacht. Und beim Drücken hat er diesmal gesagt, habe ich da ein Ächzen gehört? Ich hoffe mal, wenn wir jetzt hartnäckig weiter drücken, dass die Tür irgendwann aufgeht. Bitte, 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 Spiel. Hat sich das ein wenig bewegt? Okay. Oder spielt mir meine Einbildung einen Streich? Ich hoffe mal nicht. Also für dich und mich und die anderen. Komm schon, kipp um. Ha, wump. Bingo. Sehr schön, es geht wirklich weiter. Danke, Spiel. Ich weiß das sehr zu schätzen. Das kann nicht sein, dass das eine Sackgasse ist. Das kann nicht sein. Das geht nicht. Ist da nicht in... Ah, das ist ein Felsvorsprung. Ist da nicht in den anderen, dass man da irgendwie um so einen Wasserfall drumherum gehen kann? Das Bild vermisse ich nämlich die ganze Zeit. Aber ein Felsvorsprung. Okay, Spiel. Kann ich da Peitschendinge tun? Ja. Snick! Okay. Hat Funst. Wir gehen weiter. Die Szene ist neu. Gruselig hier unten. Sollten sie am besten gleich erschießen? Nein? Was ist das? Oha. Können wir irgendwie... Hey, sie? Ich? Ich sehe hier sonst niemanden. Was ist ihr Begehr? Wir möchten dich knuddeln? Ich verkaufe Seife und ich glaube, sie könnten welche brauchen. Ich kann meine Touristengruppe nicht finden. Archäologie und Iris? Keine Panik, ich gehe ja schon. Ich verkaufe Seife und ich glaube, sie könnten welche brauchen. Kann ich mir nicht verkneifen. Ich gebe Ihnen dafür eine Lektion in Manieren. Das habe ich mir schon fast gedacht. Friedliche Lösung steht hier nicht so auf dem Programm. Wow, Hans hat viel Leben. Okay, wir werden es erstmal verlieren. Oder ich hätte den Magic Punch nehmen können. Hans begab Indy an Kerner und erhielt dafür einen Orden. Indy wurde sofort erschossen. Nein. Ich bin dagegen. Viel hat nochmal. Muss ich jetzt wirklich das Kämpfen lernen? Moment. Haben wir gleich. Muss ich jetzt wirklich das Kämpfen lernen oder soll ich den Magic Punch benutzen? Also 0 auf dem Keypad. Oder kann man irgendwas mit den Blöcken machen? Die standen so, als könnte man die vielleicht umwerfen, genauso wie wir die Tür umgeworfen haben. So, kipp um. Wump. Bingo. So, wir speichern jetzt nochmal, weil ich nicht weiß, wie zügig wir das da auf der anderen Seite hinkriegen werden. Man weiß ja nie. So, rein da. Andi, jetzt kommt zuerst nochmal noch das Hust. Hat sich schon wieder verdrängt. Snick! Okay, dann wieder. Ja. Speichern dahin. So, wir gehen rein. So, er hat uns jetzt gehört. Können wir irgendwie Dinge tun? Wir haben uns versteckt. Hey, sie! Ich? Sehe hier sonst niemanden. Was ist ihr Begehr? Dann geht
geht das vielleicht doch nicht. Wäre zu cool gewesen, um wahr zu sein. Also machen wir diesmal unser Begehr ist die Archäologie und Iris? Nicht ganz so konfrontativ. Spione wie sie flach zu legen. Das kann man falsch verstehen. Okay, wir kämpfen ein bisschen, aber ich glaube, wir nehmen dann, ja, wir nehmen den Magic Punch. Das war die Null auf dem Keypad. Hust. Fühlt sich fies an, aber ja. Nichts Brauchbares hier. Da hinten war ja noch ein Typ, mit dem man sich unterhalten hat. Jetzt nochmal zu den Blöcken. Das ist ein stehender Stein. Kann man den umwerfen? Hoppla! Kann ich das auch, wenn er da kommt? Den kann ich dann sicher auch umwerfen. Der bewegt sich nicht, der ist im Boden eingesunken. Ja, das versuchen wir jetzt nochmal. Das versuchen wir jetzt nochmal. Das will ich jetzt ausprobieren, ob das geht. Ist nur irgendwie die richtige Methode finden. Vielleicht direkt Drückeblock? Ich hab jetzt Drückeblock gemacht. Es war zu früh. Okay, aber ich glaube, da wird ein Schuh draus. Was ist das? Hey, sie. Okay. Das kriegen wir hin. Das war zu früh. Das war zu früh. Aber ich glaube, das ist Funst. Das war zu früh. Das war zu früh. Ja! Einer weniger. Okay. Erfolgserlebnisse sollte man speichern. Das hat sich gut angefühlt. Hans ist jetzt ein bisschen blatt. War ja auch, dass jetzt so der Schwierigkeitsgrad von dem Boxkampf so immens angestiegen ist. Jetzt muss man wohl geschickter sein, statt nur die Fäuste sprechen zu lassen. Schau dir mal die Höhle an. Ich sehe nichts Besonderes. Achso, man kann nicht nur zu dem Duschgang, sondern auch zur Höhle gehen. Dann gehen wir mal zur Höhle. Hä? Geh mal der Nase nach. Das da ist jetzt neu. Ah, da sind wir jetzt auf der anderen... Moment, da hatten wir uns rüber geschwungen. Schau dir mal die Höhle an. Ist hier nichts Besonderes. Da geht's auch noch zur Höhle. Hier scheint aber dann eine Sackgasse zu sein. Dann gehen wir mal nach dem anderen Kollegen gucken, nach dem von Hans. Nicht über Hans drüber laufen. Der ist schon platt genug. Oh, hi. Sollten sie nicht bei den anderen Ausländern sein? Nein. Können wir dir irgendwas über den Schädel zimmern? Und wo ist Hans? Der hatte Kopfschmerzen. Ich gehe mal nach ihm suchen. Hans macht ein Nickerchen. Andere Ausländer? Ich zeige ihnen, wo Hans ist. Welche anderen Ausländer meinst du denn? Ja, diese aufdringliche Hapgood. Das ist Sophia. Ach. Wie kann ich wissen, ob sie wirklich zu Kerners Expedition gehören? Sie wissen es eben nicht. Ja. Okay. Das ist Franz. Franz, oh. Franz scheint schaffbar zu sein. Ja, Franz packen wir. Oh, oh. Inni, gib dir Mühe. Ich will nicht wieder den Lucky Punch benutzen. Danke. Sorry, Franz, das warst du irgendwie selbst schuld. Schau mal Franz an. Ich habe nichts Interessantes gefunden. Okay. Alles klärchen. Dann gehen wir mal da oben zu dem Durchgang. Und haben wieder ganz viele Durchgänge gefunden. Das Loch könnte am Wasserfall enden. Also da diese Schlammrutsche runter. Deswegen gehen wir dazu erstmal nicht hin. Oh, Hazy.
Hier sind keine Zivilisten. 1, 2, 3 Zivilisten erlaubt. Warten Sie mal eine Minute. Moment mal. Da ist auch so ein Loch. Wenn der jetzt übel schwer wird, müssen wir da, denke ich mal, Dinge tun. Ich weiß zwar noch nicht, was wir tun werden, aber wir schauen mal. Warum sind Sie nicht auf Ihrem Posten? Ich bin ein verkleideter Spion. Ihre Schnürsenkel sind offen. Machen Sie weiter. Ihre Schnürsenkel sind offen? Wo? Warten Sie, diese Stiefel haben keine Schnürsenkel. Ups. Otto. Otto, Otto, Otto? Ja gut, wegen Otto mache ich mir jetzt weniger Gedanken. Otto hat nämlich nichts drauf. Okay. Otto? Ah, das Loch ist auch kein Ankerpunkt. Nee, das da Loch ist ja viel tiefer und viel größer. Ich habe halt Angst, dass das Loch bei dem einen Wasserfall endet und wir dann wieder irgendwie den Weg suchen müssen. Deswegen lassen wir das zuerst mal. Ah, oder es endet da. Also war der Typ komplett nutzlos? Hab ich den angeschaut? Nichts, was ich brauchen könnte, okay. Na gut. Dann nicht. Dann schauen wir uns weiter um. Was machen Sie hier? Hans hat mich geschickt, Franz hat mich geschickt, Hans und Franz haben mich geschickt. Ich bin auf der Durchreise. Ja gut, Hans und Franz haben uns geschickt. Was soll ich Ihnen glauben? Ja, bitte. Glauben Sie mal das hier in die... Hi, Karl. Karl hat auch nichts drauf. Ein paar Tiefschläge, die er blockt. Egal. So, hast du irgendwas für uns dabei? Hat nichts Interessantes bei sich. Okay. Dann ziehen wir weiter und hoffen, dass das so bleibt. Wir machen mal wieder eine Zwischenspeicherung, weil ich habe so das Gefühl, dass wir eventuell nochmal irgendwie irgendjemanden mit irgendwas umgongen müssen. Und das wird natürlich dann auf Anhieb nicht funktionieren, weil ich es dann wahrscheinlich nicht raffe. Kommen Sie schon. Geben Sie sich zu erkennen und zwar flott. Nicht klar. Ich suche Atlantis, ich suche Sophia Hapgood, ich suche einen Dummkopf und sieh an, was hier steht. Ich suche jemand anderen. Ja gut, wir wissen, dass Sophia wohl auch wieder bei denen irgendwo in Gefangenschaft ist. Wir suchen nach Atlantis, das suchen die auch. Das mit dem Dummkopf ist natürlich die direkte Provokation. Ich suche jemand anderen. Ich suche jemand anderen. Einfach neutral. Kommen Sie zurück! Kommt er uns jetzt nach? Nee, komm dann nicht. Warum konnten wir da jetzt wieder gehen? Wir schauen mal noch mal kurz hier ran. Ach, ein Eindringling. Entschuldigen Sie, ich bin der Höhlenbeauftragte. Mund halten und hierher marschieren, aber flott. Okay. Sie sind keiner von Kerners Leuten. Das ist korrekt. Sie sind dieser Spion Indiana Jones. Das ist korrekt. Irgendwelche letzten Wünsche, bevor ich sie pulverisiere? Können wir reden? Okay. Ich würde gerne den Weltstein finden. Ich würde gerne Weltfrieden stiften. Ich würde gerne den Orikalkum-Detektor finden, das stimmt sogar. Ich würde gerne diese Hapgood finden, das stimmt auch. Ein letztes Salami-Schinken-Sandwich. Meine ich auch.
Vielleicht können wir ihn damit dann irgendwie ablenken. Können wir jetzt eigentlich Ankerpunkte gucken? Nee, nicht, weil die Duschgänge müssten Ankerpunkte sein. Ich würde ein letztes Salami-Schinken-Sandwich, bitte. Der wird nicht erfüllt. Anton. Anton hat zwar nicht viele Lebenspunkte, aber... verliert recht schnell Lebenspunkte, aber wir haben viel weniger Lebenspunkte. Komm, Edi, du schaffst das. Haben wir nicht geschafft. Nachdem er ihn die flach legte, wurde Andron befördert. Dann leitete er den Angriff auf Stalingrad. Das sollten wir eventuell verhindern. Wäre, glaube ich, ganz gut für die Welt. So, gut. Ah, dich hätten wir auch schon vermöbelt, ne? Geben sie es zu erkennen und zwar flott. Du musst da weg. Wir suchen nach Sophia Hapgood. Wenn es nach mir ginge, könnten sie sie haben. Ist immer nett, danke. Sie bedeutet nichts als Ärger. Jo, aber Befehl ist Befehl. Hi Kurt. Ne, dich hatten wir, glaube ich, noch nicht umgegangen. Oder hatten wir Cody schon? Aber Cody ist auf jeden Fall nicht so das Problem. Ihr seht alle so gleich aus, da kann ich mir das nicht alles merken. Also an Hans und Franz kann ich mich noch erinnern. Gut. Nichts, was er brauchen kann, okay. Wir ziehen weiter. Ah, jetzt kommen wir hier von oben. Aha, warum? Hängende Felssäule und er steht rein zufälligerweise unten drunter. Können wir da Peitschendinge tun? Das wird nicht funktionieren. Können wir da drücken? Hopp! Boom. Uff. Eine Steinzeitwaffe für einen Steinzeitkerl. Okay, den haben wir rausgefunden. Den mussten wir also auch nicht besiegen. Sehr schön. Sehr schön. Er ist ein schlechter Kämpfer, durchaus vom Spiel. Ja, vorgesehen. Moment, wie kamen wir jetzt nochmal dahin? Darüber, ne? Yep. So, dann gucken wir uns erstmal, ob Anton irgendwas für uns dabei hat. Wir konnten immerhin auch nach diesem Urikalkum-Detektor fragen. Er hat nichts Interessantes bei sich. Ich hätte jetzt gedacht, dass wir bei ihm den Detektor finden. Aber vielleicht gibt es den in dem Spiel nicht. Ein kein ähnliches Feldstück. Können wir das mitnehmen? Ja, ziemlich schwer, aber wir konnten das jetzt wirklich mitnehmen. Und das beweist wieder, Stalaktiten kommen von oben. Weil das T ist da mal eine Eselsbrücke, weil der T auch so aussieht, als würde was von der Decke hängen. Meine ganz persönliche Eselsbrücke. So, wir gehen weiter. Du Dödel, die mit. Im Frühjahr zu Berge. Wir ziehen Falle. Tridi, tridi, dudeldö. Du dödeldi. Im frühen Tau zu Berge. Wir speichern unser Erfolgserlebnis. Aus das schön. Wir ziehen Fallera, genau. Das scheint von da zu kommen, dann gehen wir jetzt erstmal nach da. Die, was? Amerikaner rieche Blut? Gaudiamus, du Dödeldi? Das riecht hier in der Luft so gut. Felsen, guck dir den mal bitte an. Also ich könnte es nicht beschwören. Aber dieser Felsen kommt mir irgendwie bekannt vor. Sollen wir da zuerst mal gucken gehen oder sollen wir das jetzt direkt ins Rollen bringen? Brauchen wir den Stalagnit dafür? Ja, ich hebe nur das Ding über die Ecke und
Funk. Oh nein, der Stalaktit ist zerbrochen. Sieht aus, als säße ich in der Falle. Das war eigentlich so gedacht, dass das da runter geht. Im Frühtau zu Berge. Das probieren wir mal nochmal. Ich hätte jetzt gedacht, dass er das halt da so runterwuchtet und dass da unten dann den Typ da irgendwie platt macht. Ich hebe nur das Ding über die Ecke und... Sieht aus, als säße ich in der Falle. Können wir jetzt nochmal mit dem Stalaktit da was hebeln? Der Felsen passt nicht durch den Durchgang. Ich hätte den eher da unten gewollt. Wir gehen mal da runter gucken und dann schmieden wir irgendeinen Plan. Oh, der Haifisch hat Zähne. Und die sind blank poliert. Mit der Schunkelmusik. Ja, im Salzkammer gut. Ich werde das nicht singen, denn ich kann nicht singen. Können wir da oben mal rumgehen? Sie da, Amerikaner! Kommen Sie! Ich tue Ihnen schon nicht weh. Kennen Sie ein paar gute Trinklieder? Du erinnerst mich an Biff aus dem letzten Teil. Vielleicht lassen Sie mich nachdenken. Ja, es gibt kein Bier auf Hawaii. Ausgerechnet Bananen? Soll ich kann nicht gleichzeitig trinken und singen? Leider nein, da kann ich nicht weiterhelfen. Okay, wir singen. Es gibt kein Bier auf Hawaii. Das klingt schon besser. Noch was in der Richtung? Das macht Indy jetzt von selbst. Frühtag zu Berge. Indy, warum hast du das getan? Weil gegen die Tür hatten wir den Stein gerollt. Der Durchgang ist blockiert. Vielleicht hätten wir auch vorher irgendwie den Stalaktit irgendwie vor die Tür legen sollen, damit die Kugel da abgelenkt wird. Wir gehen nochmal zurück, was dann passiert. Du sollst doch nicht um deinen Jungen weinen. Du bist irgendwie ein bisschen strange. Weil mein Plan wäre halt gewesen, dass der Stein von hier gerollt kommt und ihn da irgendwie umrollt. Da kann man gut lustig sein. Achtung! Bei Indy ist halt von selbst weggegangen. Kennen Sie noch mehr Lieder? Schwere Frage. Man müsste Klavier spielen können. 50 Mann auf der Totenkerlskiste. Ja, die nehmen wir. Die 50 Kerle auf der Totenkerlskiste oder Totenmannskiste, ne? Das klingt schon besser. Noch was in der Richtung? Und dann geht er einfach wieder. Moment mal, können wir den Felsen jetzt drücken? Moment mal, können wir jetzt den Stalaktit benutzen? Ne, nicht mit Durchgang, mit Felsen halt. Das hat mein Steinkeil zerbröselt. Aber es hat geklappt. Okay. Ich glaube, mein Plan... Ja. Genau so hatte ich mir das vorgestellt. Jodel, uck. Autsch. Okay, Plan ging, glaube ich, auf. Okay. Die ist ziemlich platt, der liebe Arnold. Können wir den Arnold mal bitte angucken? Da ist ein Bernsteinfisch in seiner Tasche. Er hatte außerdem ein paar Urikalkum-Perlen.
gut, dann hätten wir fürs Erste, glaube ich, ausgesorgt. 4 Perlen. Aber wie kommen wir jetzt nach Atlantis? Wo geht's denn hier hin? Grunz. Stöhn. Komm schon, Tür, beweg dich. Uns fehlt halt immer noch die dritte Scheibe. Nun, entweder ist Atlantis etwas kleiner, als ich dachte. Oder ich betrachte gerade ein Modell. Bisher kamen wir immer von links. Genauso aufgebaut, wie Plato es beschrieb. In 3 konzentrischen Kreisen. Uns fehlt halt noch die die Weltscheibe. Wir gehen in die Pause. Bis gleich. Mhm.